Der große afrikanische Grabenbruch in Ostafrika. Vor 2 Millionen Jahren geschah hier, zwischen spektakulären Schluchten und Grasebenen, etwas Rätselhaftes. Unser Urahn wurde geboren, der erste echte Mensch. Neue Erkenntnisse zeigen, wie bemerkenswert ähnlich er uns war. Er reiste um die Welt, gebrauchte Werkzeug, jagte, machte sich das Feuer untertan und gründete die ersten Gemeinschaftsverbände. Das Erstaunliche: Die Eigenschaften, die uns als Menschen ausmachen, tauchten nicht erst bei der Spezies Homo sapiens auf. Die wahre Geburt der Menschheit reicht viel weiter zurück. Viele Millionen Jahre. Führen wir uns die gesamte bekannte Menschheitsgeschichte vor Augen. Vor 5000 Jahren landen wir in der Zeit der ägyptischen Pyramiden. Verdoppeln wir. Vor 10.000 Jahren wurden die ersten Pflanzen gezüchtet. Der Ackerbau setzte ein. Verdoppeln wir erneut. Vor 20.000 Jahren versahen eiszeitliche Jäger ihre Höhlenwände mit eindrucksvollen Gemälden. Und erst wenn wir die Zeitspanne weitere 6-mal verdoppeln, sind wir bei unserem Urahn angelangt, dem Homo erectus in Afrikas großem Grabenbruch. Über Jahrmillionen war diese gewaltige geologische Verwerfungslinie, die sich längst durch Ostafrika zieht, Schauplatz unserer menschlichen Evolution. Alles begann mit den ersten Affen, die vor 6 Millionen Jahren den aufrechten Gang entdeckten. Sie erschienen in vielen verschiedenen Formen, aber alle waren sie affenähnliche Geschöpfe mit kleinen Gehirnen. Das Fossil Lucy ist das wohl berühmteste Beispiel. Hier ist sie. Gerade mal 1,16 Meter groß, mit einem Gehirn von der Größe eines Schimpansen. Über Jahrmillionen zogen sie und ihresgleichen durch die Wälder und Steppen Afrikas. Doch dann geschah etwas. Vor etwa 2 Millionen Jahren traten neue Lebewesen auf den Plan. Mit Fähigkeiten, die es im Tierreich bislang nie gegeben hatte. Gestatten? Der Homo erectus. Werkzeugmacher, Jäger und einer der ersten Vertreter der Gattung Homo, der Spezies Mensch. Es war der bedeutendste Sprung in der menschlichen Evolution. Die Arme wurden kürzer, die Beine länger und die Gehirne größer. Es war ein großer evolutionärer Schritt vom Körper eines Affen zu dem eines Menschen. Doch was war mit den Eigenschaften, die uns als Menschen ausmachen? Kreativität? Intelligenz? Fürsorge? Woher wissen wir, wann sie einsetzten? Wie sollten wir anhand von Schädeln und Knochenfragmenten herausfinden, wie diese ersten Menschen wirklich waren? Erst ein bahnbrechender Fund brachte mehr Licht in ihre Lebensgewohnheiten. Der Turkana-See in Nordkenia ist von Vulkanen und riesigen, brütend heißen Wüstenflächen umgeben. 1984 arbeiteten die bekannten Anthropologen Richard und Meave Leakey an diesem entlegenen Binnensee. Ich war an der Ostseite des Sees, als Richard mich aufgeregt rief. Als führende Familie von Paläoanthropologen waren die Leakeys an Fossilfunde gewöhnt. Doch das hier war etwas Besonderes. Ein Mitglied des Teams hatte ein Schädelfragment eines frühen Hominiden, eines affenähnlichen Vorfahren des Menschen, gefunden. An der Größe und Form war ersichtlich, dass es von einem Homo erectus stammte. Und hier lag mehr als ein einzelnes Fragment. Wir sahen uns die Fundstätte genauer an und fanden auch den Rest des Schädels. Ein vollständiger Schädel ist selten genug, aber dies war erst der Anfang. Schon bald tauchten Teile eines zum ersten Mal gefundenen Homo erectus-Skeletts auf. Wir fanden tatsächlich Rippenstücke. Die Knochen stammten vom Homo erectus, den bislang noch nie jemand gefunden hatte.
Jeder Knochen, der zum Vorschein kam, war eine wissenschaftliche Neuheit. Es war beeindruckend. Die Knochen eines menschlichen Vorfahren, der vor über 1,5 Millionen Jahren lebte. Es war das älteste Skelett, das je gefunden worden war. Die Likis tauften ihn den Turkana-Jungen. Seine Knochen revolutionierten unser Verständnis, wie der Affe zum Menschen geworden war. Der Turkana-Junge ist so bedeutend, weil er so vollständig ist. Wir haben Arme, Beine, Teile der Wirbelsäule und Rippen. Normalerweise sind wir bei Fossilfunden schon über jeden Knochensplitter erfreut, aus dem wir aber nur auf das Individuum schließen können. Bei einem fast vollständigen Skelett können wir auch die ganz großen Fragen stellen. Die erste große Frage war, wie hatte er ausgesehen? Sein Skelett verrät uns, dass er 1,61 Meter groß und sein Körperbau einem Menschen ähnlicher war als einem Affen. Aber wie ähnlich? Der Paläokünstler Victor Diek ist darauf spezialisiert, unsere menschlichen Vorfahren anatomisch präzise nachzubilden. Victor wird den Turkana-Jungen in seine Sammlung von urmenschlichen Gesichtern aufnehmen. In diesem Stadium weiß ich bereits, dass der Turkana-Junge kein Affe ist. Er ist ein sehr früher Mensch. Hier haben wir den Schädel eines heutigen Menschen. Die Gesichter sind einander sehr ähnlich, aber der Schädel des Turkana-Jungen ist primitiver, mit niedrigerer Stirn und viel kleinerer Gehirnkapazität. Victor wird das Gesicht des Turkana-Jungen Muskel für Muskel rekonstruieren, basierend auf seinen Studien an Leichnamen und in moderner Anatomie. Während sein Kopf primitiv wirkt, ist das Skelett des Turkana-Jungen bemerkenswert menschlich. Seine Hüften sind etwas breiter, seine Arme etwas länger, aber die Gesamtstatur ähnelt der unseren. Würde man den Turkana-Jungen oder einen Homo erectus aus 30 Metern Entfernung sehen, würde man nicht wissen, ob Mann oder Frau. Aber eindeutig, es ist ein Mensch. Eine Woche dauert es, bis Victor den Gesichtsschädel des Jungen mit Fleischstrukturen ergänzt hat. In der Zwischenzeit erarbeitet ein Team aus Computeranimatoren Szenen, die den Turkana-Jungen zum Leben erwecken sollen. Um möglichst exakt zu arbeiten, nehmen sie die Hilfe von Harvard-Anthropologe Dan Lieberman in Anspruch. Sie liefen leicht vorn auf den Ballen. Los geht's. Die Schauspieler in den blauen Anzügen dienen als Bewegungsreferenz. Auf den endgültigen Animationsbildern werden sie durch Homo erectus Körper ersetzt. And action! Deren Köpfe und Gesichter sind eng an Victors Modell angelehnt. Als die forensische Rekonstruktion des Kopfes fast abgeschlossen ist, erkennen wir ein Gesicht, das unserem sehr ähnlich ist. Zum ersten Mal nach 1,5 Millionen Jahren steht er uns gegenüber. Unser Vorfahr, der Homo erectus namens Turkana-Junge. Sein Aussehen ist aber erst der Anfang. Um seine Lebensumstände zu rekonstruieren, muss herausgefunden werden, wie alt er war. An seinem Skelett können wir erkennen, dass seine Wachstumsplatten, die beim Erwachsenen komplett verschmolzen wären, noch nicht zusammengewachsen sind. Obwohl er sehr groß ist, befand er sich noch im Wachstum. Dass der Turkana-Junge noch nicht ausgewachsen war, erwies sich als Segen für die Forscher. So kann man beantworten, ob der Junge eher wie ein moderner Mensch aufwuchs oder wie ein Affe. Der Turkana-Junge war bereits 1,61 Meter groß. Der wissenschaftliche Vergleich seiner Knochen und Zähne mit den unseren ergab, dass er 14 Jahre alt sein musste. Doch als Zahnspezialist Chris Dean seine Zähne untersuchte, erlebte er eine Überraschung. An allen Zähnen, ob fossiler Herkunft oder nicht,
lässt sich das kindliche Wachstum bemerkenswert genau ablesen. Dies ist ein fossiler Zahn. Wir sehen hier die Zahnschmelzkrone, die das Innere des Zahns überzieht, das Dentin oder Zahnbein. Im Zahnschmelz sieht man Stäbchen, die von der Grenze zwischen Zahnschmelz und Dentin bis zur Oberfläche des Zahnes verlaufen. Zahnschmelz wächst ganz gleichmäßig, ähnlich wie Baumringe. Unter dem Elektronenmikroskop sieht er aus wie Stäbchen aus winzigen Perlen. Jede dieser kleinen Perlen in den Prismen steht für einen Tag Wachstum. Die Zellen, die den Zahnschmelz produzieren, unterliegen einem 24-Stunden-Rhythmus. Im Tagesverlauf wird die Sekretion schneller und wieder langsamer. Und das wird in jedem Zahn dauerhaft dokumentiert. Diese Stäbchen ziehen sich durch das ganze Gewebe. Ihre Wellenform lässt erkennen, wo sich die Produktion Tag für Tag verlangsamt und wieder beschleunigt hat. Wenn man also die Perlen dieser Ketten zählt, kann man genau feststellen, wie lange dieser Zahn gewachsen ist. Als Chris die fossilen Zähne des Turkana-Jungen eingehender betrachtete, erlebte er eine Überraschung. Der Turkana-Junge war nicht 14, sondern 8 Jahre alt. Das bedeutet, dass das Wachstum des Turkana-Jungen eher dem eines heutigen Schimpansen ähnelte. Um im Alter von 8 Jahren 1,60 Meter groß zu sein, musste der Turkana-Junge sehr schnell gewachsen sein. Eher so schnell wie ein Schimpanse, als wie wir. Die Kindheit eines Schimpansen dauert nur kurz. Mit etwa 7 Jahren erlangt er die Geschlechtsreife. Die menschliche Kindheit ist länger. Wir erreichen die Pubertät mit etwa 12 Jahren. Während sich der Affe zum Menschen entwickelte, wurde die Kindheit länger. Wo aber lag der Vorteil, hilflose Kinder um sich zu haben, die ernährt und umsorgt werden mussten und so lange brauchten, um heranzuwachsen? Das Geheimnis der langen Kindheit ist ein Kernstück der menschlichen Evolution. Sie hängt möglicherweise mit der Gehirngröße zusammen. Wir Menschen haben im Verhältnis zu unserer Körpergröße die größten Gehirne im Tierreich. Sie sind so groß, dass das Gehirnwachstum vorwiegend außerhalb des Mutterleibs stattfindet. Unsere Köpfe würden sonst nicht durch den Geburtskanal passen. Die lange Kindheit gibt unseren Gehirnen Zeit, nach der Geburt noch zu wachsen und alles zu erlernen, was wir in unseren komplexen menschlichen Gesellschaften brauchen. Hier liegt der Vorteil der verlängerten Kindheit, zumindest für uns. Aber wie war das mit dem Turkana-Jungen? Sein Gehirn maß 900 Kubikzentimeter, kleiner als unseres, aber doppelt so groß wie das eines Schimpansen. War er also im Begriff, wie wir denken und sprechen zu können? Ralph Holloway ist davon überzeugt. Er sammelt seit über 30 Jahren Schädelausgüsse unserer menschlichen Vorfahren. Schädelausgüsse aus dem Inneren des Schädelknochens zeigen die Form des Gehirns. Ralph interessiert sich besonders für das sogenannte Broca-Areal. Das Broca-Areal ist an der Erinnerung und der Ausführung von Handlungen beteiligt, vor allem aber wichtig für die Sprachmotorik. Im Gehirn des Turkana-Jungen glaubt er, Anhaltspunkte für eine bemerkenswerte Veränderung im Broca-Areal zu erkennen, die mit Kommunikation zusammenhängt. Das Broca-Areal des Turkana-Jungen entspricht dem Aussehen nach genau dem des heutigen Menschen. Das ist ein Hinweis auf die Fähigkeit zur Verständigung mit Symbolen, also durch Sprache. Diese Idee ist umstritten. Und wir werden nie genau wissen, ob der Turkana-Junge sprechen konnte. Es gibt jedoch weitere Hinweise für seine Intelligenz. Die Steinwerkzeuge, die er hinterließ. Der Homo erectus stellte Werkzeuge wie diesen Faustkeil her. Mit der Spitze konnte er bohren, mit der schweren Seite Knochen spalten oder Holz hacken. Es ist vielseitig und sehr scharf. Dieser eher unscheinbar wirkende Faustkeil markiert den Beginn von technischer Intelligenz.
Der Homo erectus hinterließ uns viele Zeugnisse seines Erfindungsreichtums. Hier in Zentralkenia untersucht Rick Potts eine wahre Fundgrube an Steinwerkzeugen des Homo erectus. Die Steinwerkzeuge stellten eine große Wende dar, denn damit stand ihm das gesamte Nahrungsangebot offen. Das bedeutete einen enormen Überlebensvorteil. Hier liegen über 500 steinerne Faustkeile des Homo erectus. Nur eine Meile entfernt von hier besucht Rick den Steinbruch, in dem unsere Vorfahren über Jahrtausende hinweg Werkzeuge aus Stein herstellten und unbenutzte Bruchstücke zurückließen. In den Erdspalten lagen Tausende von Steinfragmenten von der Werkzeugherstellung. Hier sieht man Scharten, wo der Homo erectus große Splitter abschlug. Er konnte erkennen, welche Steine bei der Benutzung brechen würden. Diese wurden hier entsorgt. Es ist eine eindrucksvolle Vorstellung, dass der frühe Homo erectus hier gesessen und Entscheidungen getroffen haben soll. Welche Entscheidungen bei der Herstellung eines Steinwerkzeugs getroffen werden müssen, wurde von John Shay ausgiebig erforscht. Ich behaue ihn nur leicht. So prüfe ich, ob er irgendwelche verborgenen Schwachstellen hat. Hier könnte eine sein. Egal, ich behaue ihn trotzdem. Selbst für einen Experten ist die Herstellung eines Faustkeils nicht einfach. Da ist eine Schwachstelle. Ein guter Werkzeugmacher muss die Eigenschaften des Steins erkennen. Damit dieser Stein schön dünn wird, also leicht zu transportieren ist und für eine scharfe Schnittkante, tue ich etwas, das zunächst kontraproduktiv scheint. Ich stumpfe den Rand ab, um ihn mit viel Druck behauen zu können. Denn dann bricht er auf einen Schlag sehr viel weiter ab, als das sonst der Fall wäre. Dass der Homo erectus dies tat, zeigt uns, dass er vorausschauend denken und die Folgen seiner Handlungen absehen konnte. Mal sehen, was passiert. Viele dieser Steine haben versteckte Schwachstellen. Sie nicht zu entdecken, könnte katastrophale Folgen haben. Er hat immer noch eine Schwachstelle, das höre ich. Sehen Sie, da ist sie. Ich habe jetzt drumherum gehauen. Aber als Urmensch würde ich jetzt sofort aufhören, einen Faustkeil daraus herzustellen. Wenn ich beim Erlegen eines Nashorns und das die Löwen kreisen meinen Faustkeil zerbreche, habe ich ein Problem. Ich bekomme heute Abend etwas zu essen, auch ohne Faustkeil. Aber ein Homo erectus hätte dann vielleicht selbst als Abendessen geendet. Als geschickter Handwerker hatte der Homo erectus eine neue Form der Intelligenz entwickelt. Doch sein größeres Gehirn hatte auch seinen Preis. Unser heutiges Gehirn verbraucht 25% unserer Körperenergie. Um ein Gehirn unserer Größe zu ernähren, brauchen wir viele Kalorien. Mit seinem großen Gehirn und Körper brauchte ein Homo erectus wie der Turkana-Junge mehr Nahrung aus der Savanne. Als Erwachsener wäre der Turkana-Junge über 1,80 Meter groß geworden. Das bedeutet einen enormen Energiebedarf. Um den zu decken, hätte er schon sehr viele Pflanzen essen müssen. Doch es gab eine Nahrungsquelle, die die Nährstoffe lieferte, die Gehirn und Körper zum Wachsen brauchten. Afrika war voll davon. Die Nahrungsquelle, die wohl auch am wichtigsten für die Entwicklung der Gattung Mensch war, sind Fleisch und seine Nebenprodukte, wie Hirn, Knochenmark und Fett. Sehr protein- und kalorienreich und leicht verdaulich. Das Problem beim Fleisch ist aber seine Beschaffung. Die meisten Räuber verlassen sich auf Kraft oder Schnelligkeit, um ihre Beute zu erlegen. Dem hatte unser Urahn nichts entgegenzusetzen. Heute stehen wir am Ende der Nahrungskette, sodass wir uns nur schwer die Situation der frühen Menschen vorstellen können. Sie waren langsam, besaßen weder Klauen noch Fangzähne und waren damit leichte Beute für hungrige Räuber. Das ist der fossile Stirnknochen eines Homo erectus. Am Brauenbogen kann man die Bissspuren eines Fleischfressers erkennen. Das erinnert uns daran, dass der Homo erectus nicht am Ende der Nahrungskette stand. Wie also kam der Turkana-Junge, ein Schwächling mit großem Gehirn, der viele Kalorien brauchte, an sein Fleisch?
Wie konnte der Homo erectus ein großes, gefährliches Tier erlegen, ohne dabei selbst getötet zu werden? Die Antwort darauf war eine sehr geschickte Methode, das ausdauernde Rennen über die Mittagszeit. Die Vorfahren des Homo erectus, kleine, haarige Affen wie Lucy, liefen auf zwei Beinen, aber rannten vermutlich nicht viel. Der Turkana-Junge dagegen war, wie wir, für das Rennen gebaut. Dan Lieberman glaubt, dass er große Strecken rennen konnte, weil er seine dichte Körperbehaarung verloren hatte und seinen Körper durch Schwitzen abkühlen konnte. Das war der Schlüssel zu seinem Erfolg. Aber woher wissen wir, ob diese wichtigen Veränderungen bis in die Zeit des Turkana-Jungen vor 1,3 Millionen Jahren zurückreichen? Haut und Haare sind bei Fossilien selten erhalten. Deshalb müssen wir uns mit einem Lebewesen befassen, das lange Zeit eng mit dem Haar verbunden war. Der Laus. Alle Tiere scheinen irgendeine Form von Läusen zu tragen. Säugetiere wie Vögel und sogar Fische haben Läuse. Die meisten Lebewesen werden nur von einer Form von Läusen befallen. Menschen hingegen werden am Kopf von einer Lausform befallen, im Schambereich von einer anderen. Der Genetiker Mark Stoneking fragte sich, wieso. Als unsere Körper noch von Haaren bedeckt waren, trugen wir wahrscheinlich auch nur eine Form von Läusen. Doch als wir nur noch Kopfhaar und Schambehaarung hatten, entstand eine Art geografische Schranke zwischen den beiden. Mark stellte überrascht fest, dass sich die Filzlaus sehr von der menschlichen Kopflaus unterscheidet. Wir scheinen die Filzlaus einst von den Gorillas übernommen zu haben. Die Filzlaus ist eng mit der Gorillalaus verwandt. Aber wie kommt das? Darüber möchte ich nicht spekulieren. Aber an Gorillaläusen führt kein Weg vorbei, um das zu erklären. Höchstwahrscheinlich lief es so ab, dass wir unsere Körperbehaarung verloren und die ursprünglich menschliche Laus auf unsere Köpfe wanderte. Der Schambereich blieb so eine Zeit lang lausfrei. Als unsere Urahnen mit Gorillas in Kontakt kamen, weil sie vielleicht in ihren Nestern schliefen oder das Aas toter Gorillas zu sich nahmen, siedelten sich die Filzläuse im Schambereich an. Schließlich entwickelte sich die heutige menschliche Filzlaus. Wenn wir also herausfinden, wann sich die menschliche Filzlaus und die Gorillalaus aufspalteten, lassen sich Rückschlüsse ziehen, wann ungefähr wir unsere Körperbehaarung verloren haben. Glücklicherweise gibt es dazu eine Möglichkeit. Ein genetisches Datierungsverfahren namens molekulare Uhr. Es basiert auf der Tatsache, dass die Sequenzen der chemischen Basenpaare in der DNA in regelmäßigen Abständen mutieren. Wir gehen einfach davon aus, dass die Mutationsrate in DNA-Sequenzen zeitlich mehr oder weniger konstant ist. So lässt sich bestimmen, wann zwei Arten zuletzt einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Durch Zählen der Unterschiede im genetischen Code zweier Arten können Wissenschaftler bestimmen, wie lange sich diese schon auseinander entwickeln. Als Mark die molekulare Uhr nutzte, um die Unterschiede zwischen der DNA von Gorillaläusen und menschlichen Filzläusen zu bestimmen, ergab sich ein Datum für ihre Aufspaltung. Der geschätzte Zeitpunkt liegt rund 3 Millionen Jahre zurück. Dies bedeutet, dass unsere Vorfahren schon lange vor dem Turkana-Jungen, vielleicht sogar schon zu Lucys Zeiten, allmählich ihre Körperbehaarung verloren. Der Turkana-Junge war überwiegend unbehaart, so wie wir. Und das verschaffte ihm vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen Räubern. Die meisten Tiere sind zur Zeit der Mittagssonne benachteiligt, weil sie überhitzen. Nur durch Hecheln können sie sich Abkühlung verschaffen. Doch während schnellen Rennens können sie nicht hecheln. Deshalb können sie nur kurze Sprints hinlegen. Vierbeiner können 10 bis 15 Minuten rennen, dann überhitzen sie. Hominiden können sich dagegen durch Schwitzen abkühlen, und zwar am ganzen Körper.
Dank unseres unbehaarten Körpers kann die Luft ungehindert auf unserer Haut zirkulieren und das Verdunsten des Schweißes kühlt uns. Dies macht uns zu einem der besten Langstreckenläufer im Tierreich. Dan Lieberman ist der Ansicht, dass unsere Vorfahren deshalb eine ungewöhnliche Jagdmethode entwickelten, die sogenannte Hetzjagd. Seiner Meinung nach klärt uns die moderne Ethnographie darüber auf, wie das vonstatten ging. Die Bushmen in der Kalahari geben uns Einblicke in die Technik, mit der der Homo erectus möglicherweise vor 2 Millionen Jahren jagte. Die Bushmen wissen, dass die Tiere mittags im Schatten ruhen. Deshalb ist dies der perfekte Zeitpunkt für die Jagd. Wenn sie ihre Beute ausgewählt haben, hier einen Kudu, beginnt ein Marathonlauf. Ihre Strategie ist einfach. Sie hetzen das Tier bis zur Erschöpfung. Sobald sich das Tier auszuruhen versucht, scheuchen die Jäger es wieder auf. Sie geben ihm keine Chance zur Abkühlung. Sie selbst können weiterlaufen, weil sie schwitzen können. Falls die Theorie stimmt, liefert die Jagdmethode der Bushmen vielleicht die Erklärung, wie der Turkana-Junge an sein Fleisch kam. Der Homo erectus hatte eine innovative Möglichkeit gefunden, den Nahrungsbedarf seines Gehirns zu stillen. Bei der heutigen Jagd rennen die Bushmen über Stunden lang bei glühender Hitze. Der Kudu erleidet schließlich einen Hitzschlag. Der Turkana-Junge besaß zwar keine Speere mit Stahlspitze wie die Bushmen, aber die brauchte er auch nicht. Der Homo erectus jagte eher mit Nahkampfwaffen, mit Speeren, die aus kurzer Entfernung nach den Tieren geworfen wurden, mit Knüppeln oder Steinen, die er warf, und ähnlichen Waffen. Die Jagdtechnik des Homo erectus war einfach, aber wirksam. Nicht nur sein größeres Gehirn forderte Nahrung, sondern auch die immer komplexeren frühmenschlichen Gesellschaftsstrukturen. Auch andere Tiere sind soziale Wesen, aber keines so sehr wie wir. Die Gesellschaft bestimmt jeden Aspekt unseres Lebens. Beziehungen, Kommunikation, Regeln, Symbolik, alles, was uns verbindet. Was steht dahinter? Weshalb wurden wir so soziale Wesen? Lag dies vielleicht an einer weiteren neuartigen Erfindung in unserer Evolution? Dem Gebrauch von Feuer und dem Kochen von Nahrung? Dass der Homo erectus als erste Spezies aussah wie wir, lässt sich nur durch das Kochen erklären. Die ersten Hinweise, dass unsere Vorfahren das Feuer bewusst zum Kochen nutzten, stammen aus einer Zeit lange nach dem Turkana-Jungen. Doch Richard Wrangham ist überzeugt, dass der Homo erectus schon viel früher Feuer machte. Zum ersten Mal haben wir es mit einer Spezies zu tun, die am Boden lebt, die ihre Fähigkeit zum Klettern eingebüßt hat. Wie sollten sie schlafen? Sie mussten sich vor Wildtieren schützen. In der afrikanischen Savanne, in der es von nachtaktiven Räubern nur so wimmelt, hätten der Turkana-Junge und sein Volk ohne Feuer nicht überlebt. Für Richard erklärt auch nur das Kochen, das die Nahrung weicher und leichter verdaulich macht, warum der Homo erectus kleinere Zähne und einen viel kürzeren Darm entwickelte. Nur die Verdaulichkeit der Speisen durch das Kochen kann das erklären. Nichts anderes. Während unsere Vorfahren von den Vorteilen des Kochens profitierten, geschah aus Richard Wranghams Sicht noch etwas anderes. Wir wurden sozialer. Menschen haben ein viel ausgeglicheneres Temperament als Schimpansen. Wie kam es dazu? Wir fühlten uns zu einem gemeinsamen Ort hingezogen, der Feuerstelle. Richard meint, wir lernten zu teilen,
und uns zu verständigen, als wir ums Feuer saßen und auf das Garwerden der Nahrung warteten. Das ist Spekulation. Aber eins ist sicher. In der Welt des Homo erectus entwickelten sich neue soziale Beziehungen. Die Bindung zwischen Mutter und Kind unterschied sich deutlich von der der Affen. Eine Orang-Utan-Mutter lässt kein anderes Tier an ihr Junges heran. Sie bleibt in ständigem Hautkontakt mit dem Baby. Zumindest während der ersten 6 Monate gibt es keinen Moment ohne Hautkontakt. Die durch diese unzertrennliche Mutter-Kind-Bindung geschützten Affenbabys müssen viel weniger lernen, die Absichten der anderen zu verstehen, als menschliche Babys, deren Bindung zur Mutter deutlich unsicherer ist. Erschreckend ist, dass menschliche Mütter ihre Säuglinge viel öfter im Stich lassen als Affenmütter. Und Kindstötungen durch die Mutter sind bei Menschen verbreiteter als bei jedem anderen höheren Primaten. Die Mutterliebe ist beim Menschen sehr viel begrenzter als bei den meisten Affen. Im Gegensatz zu den meisten Primaten teilen sich menschliche Mütter die Versorgung der Kinder mit anderen. Das Überleben eines Kindes kann davon abhängen, sich bei einer ganzen Reihe von Betreuungspersonen beliebt zu machen. Vielleicht haben menschliche Säuglinge deshalb so eine einzigartige Sensibilität entwickelt. Menschliche Säuglinge kennen ihre Mütter von Geburt an, lesen ihren Gesichtsausdruck und suchen nach Zeichen der Hingabe. Wir sind von Geburt an darauf geeicht, uns der Absichten und Gefühle anderer bewusst zu sein. Dies ist einzigartig in der Tierwelt. Wann hat der Mensch die Gabe entwickelt, Geisteszustände und Gefühle bei anderen zu deuten und sich zu fragen, was andere über ihn denken? Könnten sich diese sozialen Instinkte beim Homo erectus entwickelt haben, zusammen mit der gemeinsamen Jagd, größeren Gehirnen, verlängerter Kindheit und Gebrauch von Feuer? Vielleicht besaßen der Turkana-Junge und seinesgleichen bereits soziale Fähigkeiten, die den unseren ähnlich waren. Damit wären sie intelligente soziale Wesen mit zunehmender Fähigkeit zur Zusammenarbeit gewesen. Vielleicht machte dies eine weitere große Errungenschaft möglich: den Auszug aus Afrika. Über Jahrmillionen lebten unsere frühesten Vorfahren in der afrikanischen Savanne. Aber irgendwann begannen sie abzuwandern. Fossile Schädelfunde und Werkzeuge wurden sogar in China und Indonesien entdeckt. Die Frage ist, wann verließen sie Afrika und warum? Als man den Turkana-Jungen fand, glaubten Wissenschaftler, die Antwort gefunden zu haben. Er war ein kräftiger Urahn des Menschen mit großem Gehirn, der zu ausdauernden Wanderungen in der Lage war. Ihm traute man es zu, die Welt zu erobern. Mitte der 1980er galt noch die These, dass ein Hominide wie er Afrika erst vor rund 1 Million Jahren verlassen hatte. Jahrzehntelang glaubte die Wissenschaft also, dass große, kräftige Menschen wie der Turkana-Junge Afrika vor 1 Million Jahren verließen. Doch neue Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die Völkerwanderung möglicherweise schon viel früher einsetzte. Tmanisi, Georgien. In den Bergen und Tälern des Kaukasus, tausende Kilometer vom großen afrikanischen Grabenbruch entfernt, hatte man nie Fossilien unserer frühen Vorfahren gefunden. Bis zu dem Tag einer erstaunlichen Entdeckung. Ein Unterkiefer steckte mit den Zähnen nach unten, also so im Boden. Als ich begann, ihn zu säubern, kamen die Vorderzähne zum Vorschein. Mir wurde klar, dass wir hier eine Art von Hominiden gefunden hatten. Aber welcher Art von Hominiden? Der Kiefer wies auf eine primitive Form des Homo erectus hin. Doch zunächst konnte es kaum jemand glauben. Als wir 1991 diesen Kiefer fanden, waren viele Wissenschaftler sehr skeptisch.
Sie konnten sich nur schwer vorstellen, dass Georgien und der Kaukasus zur Landkarte der menschlichen Evolution gehörten. Inzwischen gilt Dmanisi als fester Bestandteil dieser Landkarte. Die Grabungsstätte erwies sich als Fundgrube für Fossilien des Homo erectus. Sie veränderten unser Verständnis, wer Afrika zu welchem Zeitpunkt verließ. Sie zeigten, dass die ersten Menschen, die Afrika verließen, viel primitiver waren als der Turkana-Junge. Alle dachten, die Hominiden, die Afrika verlassen hatten, seien wie der Turkana-Junge gewesen. Groß, mit großen Gehirnen und ausgefeilten Techniken. Dmanisi bewies das Gegenteil. Mit knapp 1,40 Meter Größe waren sie kleiner als der Turkana-Junge. Ihre Schultern waren affenähnlicher und ihre Steinbearbeitungstechnik sehr einfach. Sie waren viel primitiver, hatten kleine Gehirne. Außerdem verwendeten sie sehr primitive Steinwerkzeuge. Und die Überraschung wuchs, als man die Fundstätte datierte. Die uralte Landschaft von Dmanisi hat sich Schicht für Schicht über Jahrmillionen entwickelt. Vor 1,81 Millionen Jahren sorgten heftige Vulkanausbrüche für die Ablagerung von Vulkanasche. Die Fossilien befanden sich direkt darüber. Sie mussten also etwas jünger sein, rund 1,8 Millionen Jahre alt. Für die große Mehrheit der Wissenschaftler, die überzeugt waren, dass all unsere Vorfahren aus Afrika stammten, war dies eine große Überraschung. Wie war dieser kleine, primitive Homo erectus vor fast 2 Millionen Jahren in den Kaukasus gelangt? Lange vor dem Turkana-Jungen? Heute geht die Wissenschaft davon aus, dass der Homo erectus, sobald er in Afrika auftauchte, bereits abwanderte. Mit dem Homo erectus veränderte sich die Körperform. Und da verlässt er Afrika auch schon. Die georgischen Fossilien bewiesen, dass der Homo erectus Afrika viel früher verließ als bislang angenommen. Ein noch provokanterer Fund zeigt, dass die Migration vielleicht sogar noch früher einsetzte. 8000 Kilometer von Afrika entfernt, auf der Insel Flores in Indonesien, machten Forscher 2003 eine seltsame Entdeckung. Keiner wusste, was davon zu halten war. Sie entdeckten die Knochen eines sehr kleinen menschlichen Vorfahren, der nur knapp über 90 cm groß war. Kleiner noch als die Dmanisi-Fossilien. Diesen bemerkenswerten neuen Vorfahren des Menschen taufte man Homo floresiensis, wegen seiner geringen Größe auch scherzhaft Hobbit genannt. Es stiftete einige Verwirrung, weil wir uns nicht sicher waren, worum es sich hier handelte. Die Gehirnausgüsse des Hobbits sind rund 400 Kubikzentimeter groß. Das ist kaum größer als das Gehirn von Lucy, dem berühmten aufrechtgehenden Affen aus der Zeit vor 3 Millionen Jahren. Sie haben nicht nur kleine Gehirne, auch ihre Gesichter, Hände, Füße und Beine sind primitiv. Die untere Extremität erinnert an das Skelett von Lucy. Das war überraschend. In der Höhle, in der dieses primitive Lebewesen entdeckt wurde, fand man auch Steinwerkzeuge, wie sie Lucy nie benutzt hatte. Von wegen, ein großes Gehirn ist Voraussetzung, um Steinwerkzeuge herzustellen. Der Homo floresiensis tat es und sein Gehirn war groß wie eine Orange. Alles an diesen Lebewesen war rätselhaft. Woher kamen sie? Wer oder was waren sie? Einige Forscher argumentierten, der Homo floresiensis sei eine Population, die an irgendeiner Krankheit litt und deshalb kleinwüchsig war und nur ein relativ kleines Gehirn hatte. Doch bei genauerer Betrachtung konnten die meisten Wissenschaftler keinen Anhaltspunkt für eine Erkrankung entdecken. Steinwerkzeuge und Gesichtsform verschoben den Blickwinkel in Richtung Homo erectus. Vielleicht hatte sich der Homo floresiensis aus dem Homo erectus entwickelt. Wie aber wurde er so klein? Möglicherweise ist insulärer Zwergwuchs die Antwort. Auf Inseln mit begrenztem Nahrungsangebot schrumpfen große Säugetiere manchmal mit der Zeit.
Auf Flores lebten einst auch Pygmäenelefanten, die so groß wie Kühe waren. Könnte der gleiche evolutionäre Druck auch dafür gesorgt haben, dass der Homo erectus zum Hobbit wurde? Oder stammte dieses rätselhafte Geschöpf doch eher von einem noch primitiveren Vorfahren ab? Vielleicht sehen wir hier eine Entwicklungsstufe vom frühesten Beginn des menschlichen Stammbaums. Wer oder was der Hobbit auch war, vielleicht waren seine Vorfahren die ersten Afrika-Auswanderer. Ein unbekanntes Lebewesen, teils zweibeiniger Affe wie Lucy, teils Homo erectus. In diesem Fall würde es sich bei dem indonesischen Fund um einen Körper aus der Zeit handeln, bevor sich der menschliche Körper weiterentwickelte. Was hatte diese primitiven Geschöpfe aus Afrika vertrieben? Eine der wichtigsten Triebkräfte für Völkerwanderungen waren vermutlich Klimaveränderungen, die bewirkten, dass das Grasland sich von Afrika in Richtung Asien verlagerte. Mit dem Gras ging auch das Wild. Die Tiere verließen Afrika und die Hominiden zogen ihnen nach. Ihr Überleben hing von ihnen ab. Natürlich wussten unsere Vorfahren nicht, dass sie Afrika verließen. Sie folgten einfach den Tieren, von denen sie abhängig waren, über die Sinai-Halbinsel bis in den Nahen Osten und darüber hinaus. Oft ist von einem Exodus die Rede, aber dieser Begriff ist hier fehl am Platz. Bei Exodus denken wir an die Bibel, an einen Auszug in die neue Welt. Aber die Auswanderung aus Afrika glich vermutlich keiner der historischen Völkerwanderungen. Der Prozess ging wahrscheinlich sehr langsam vonstatten, so wie auch andere Tiere in neue Reviere vorstoßen. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Gruppe von Homo erectus-Vertretern ihren Radius pro Jahr um einen Kilometer weiter verschob und dies kontinuierlich über einen ausreichend langen Zeitraum tat, lässt sich die Distanz zwischen Afrika und Indonesien in etwa 15.000 Jahren überbrücken. Vor 1 Million Jahren hatten unsere Vorfahren Asien vom Kaukasus bis Indonesien bevölkert. Sie waren auch in Europa ansässig, wie ein spanischer Fund kürzlich zeigte. Der Homo erectus hatte die alte Welt erobert. Dass sie es mit ihrer begrenzten Technik und relativ kleinen Gehirnen so weit schafften, macht sie noch bemerkenswerter. Erstaunlich war auch ihr langes Überleben. Einige wenige Gruppen des Homo erectus könnten bis vor 50.000 Jahren in Asien gelebt haben. Daraus ergibt sich eine Zeitspanne von 2 Millionen Jahren. Unsere eigene Spezies existiert erst seit 200.000 Jahren. Was war das Erfolgsgeheimnis des Homo erectus? Die verblüffenden Funde von Dmanisi lieferten uns einen letzten Hinweis. Einer der Schädel gehörte einem alten Mann. Sein Kieferknochen zeigte, dass er alle Zähne verloren hatte, lange vor seinem Tod. Das war eine Überraschung. Es bedeutete, dass dieser Mensch 2 Jahre ohne Zähne überlebt hatte. Wenn ein alter Mensch so lange ohne Zähne überlebt hatte, musste das bedeuten, dass die anderen in der Gruppe ihn fütterten oder ihm vielleicht sogar Nahrung vorkauten. Mir gefällt diese Vorstellung. Dies war ein bemerkenswertes Zeugnis aus der Vergangenheit, wie das Gefühlsleben des Homo erectus möglicherweise aussah. Es ist ein verblüffender Anhaltspunkt für das vielleicht wichtigste Vermächtnis unserer Urahnen: den Instinkt, füreinander zu sorgen. Jetzt können wir uns auch ein Bild davon machen, wie der Turkana-Junge seinen letzten Tag auf der Erde möglicherweise verlebte. Im Drehbuch der Animatoren beginnt er den Tag auf der Jagd. Aber
Es fällt ihm schwer, mit den anderen Jägern Schritt zu halten. Warum? Sein Skelett liefert Hinweise darauf, dass er bei seinem Tod krank war und Schmerzen hatte. An seinem Unterkiefer sehen wir unterhalb der Zähne einen Abszess und eine Infektion. Diese Art von Infektion könnte ihn letztendlich getötet haben. Ein Abszess, der seinen Kieferknochen derartig schädigte, musste höllisch wehgetan haben. Der Turkana-Junge hatte solche Schmerzen, dass er unfähig war, weiter zu jagen. Da er wusste, dass man sich um ihn kümmern würde, kehrte er vielleicht in sein Lager zurück, um Trost bei den Frauen zu suchen. Ich glaube, er war ein armer Bursche mit großen Schmerzen, der sehr auf Hilfe und Unterstützung angewiesen war. Diese Spezies musste also schon ein Gefühl dafür haben, wenn jemand schwach war und man ihn umsorgen musste, damit er überlebte. Aber so sehr man ihm auch helfen wollte, gegen die Entzündung, die sich vermutlich schon in seinem Körper ausbreitete, konnte man nichts tun. Bloß war. Und das ist irgendwie tragisch. Aber genau das macht ihn auch so unsterblich. Sein Skelett war derart vollständig, dass er vermutlich im Wasser starb, was ihn schützte. Skelettfunde sind sehr ungewöhnlich, weil sie normalerweise von Fleischfressern aufgefressen werden. Der Körper dieses Jungen wurde scheinbar in ein Moor gespült, sodass die Fleischfresser ihn nicht entdeckten. Als die Flüsse über die Ufer traten und neue Sedimentschichten anspülten, wurde er darunter begraben. Flusspferde waren wohl über die Knochen getrampelt, denn einige Rippen standen senkrecht, statt flach im Boden zu liegen. Man konnte die Situation rekonstruieren und sich vorstellen, was nach dem Tod des Jungen passiert war. Es war sehr eindrucksvoll, das so zu erleben. Fast 2 Millionen Jahre lang blieben seine Knochen im Boden konserviert. Ihre Entdeckung öffnete uns ein Fenster zu einer unbekannten Welt. Der Welt des bisher erfolgreichsten menschlichen Vorfahren aller Zeiten, des Homo erectus. Sie enthüllten uns den Zeitpunkt, an dem fast alles entstand, was uns Menschen ausmacht. Unser heutiger Körper, unser Gehirn und unsere Gefühle. Wenn man bedenkt, wie wir uns entwickelt haben, und doch führen uns die Familienbande zu unseren Vorfahren alle zurück zum Turkana-Jungen und seinesgleichen.